Hey, Pingu hier. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich ein etwas anderes Video für euch. Eins, das es schon mal vor ungefähr 2,5 Jahren gab. Und damals mit einer anderen Message. Ein Statement von mir zum CC-Debakel und wie ich damit umgehe. Vielleicht kann sich der ein oder andere von euch noch daran erinnern. Und vielleicht sind einige von euch sogar gehypt auf das, was ich jetzt sagen werde. Ja, ich habe mich nach reichlicher Überlegung dazu entschlossen, wieder dem CC-Programm beizutreten. Einige fragen sich jetzt bestimmt, hä? Wieso wieder beitreten? Und andere, wie, du warst die ganze Zeit kein CC mehr? Beides berechtigte Fragen, auf die ich jetzt eingehen möchte. Für diejenigen, die es nicht wussten, ich bin WoW-Streamer seit 2015 und war von 2017 bis 2021 im CC-Programm von Wargaming. Wer wissen möchte, was damals zu dem ganzen Debakel geführt hat, sollte sich unbedingt das ursprüngliche Video von mir anschauen. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Von mir hieß es damals im Video, dass ich vorübergehend im Programm bleiben werde. Allerdings kamen in den Tagen darauf auch Vorwürfe mir gegenüber, warum ich genau das täte und mich nicht den anderen Aussteigern anschließen würde. Vorwürfe, die mich an meiner Entscheidung haben zweifeln lassen, was dann aus meinem damaligen Drang heraus, es allen recht machen zu wollen, eben dazu geführt hat, dass ich schlussendlich doch den Posten des CCs abgegeben habe. Was mich an der Sache besonders wurmt, ist die Tatsache, dass eben jene Kritiker, deren Meinungen ich so großes Gewicht gegeben habe, heute nicht mal mehr Teil unserer Community sind. Ich habe jedenfalls meinen Schluss daraus gezogen und etwas dazugelernt. Man sollte sich nicht wegen ein paar wenigen fremden Menschen verbiegen, vor allem wenn es gegen das eigene Bauchgefühl geht. An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei allen da draußen, die meine Entscheidungen akzeptiert und respektiert haben, auch in anderen Bereichen für ihre Treue bedanken und im gleichen Atemzug für die damals entstandene und teilweise noch anhaltende Verwirrung bezüglich meines CC-Status entschuldigen. Tut mir echt leid, Leute. Ich war zu dem Zeitpunkt nämlich so abgenervt von dem Thema, dass ich kein weiteres Statement für YouTube aufgenommen habe, sondern lediglich im Stream kurz darüber gesprochen hatte. Diese Intransparenz tut mir leid und ist unter anderem auch der Grund, warum ich dieses Video hier mache. Und da wir jetzt beim Thema Transparenz sind, der Überleitung, kommen wir zur eigentlichen Frage, warum ich wieder dem Programm beigetreten bin. Ganz simpel auf den Punkt gebracht, es tut einfach meinem Kanal gut und damit auch euch und mir. Und wenn für euch dann auch noch was dabei rausspringt, ist das umso besser. Viel mehr steckt da eigentlich nicht hinter. Meine Sichtweise und Einstellung bezüglich Wargaming und WoWs hat sich seit dem ersten Statement-Video nicht sonderlich verändert. Gegenüber meiner Selbstständigkeit und dem Wohlergehen meines Kanals allerdings schon etwas. Das CC-Programm bietet nämlich weitreichende Vorteile, die das Erstellen von Content super stark erleichtern und diese Chancen nicht mitzunehmen, wenn man sowieso schon Inhalte für WoWs erstellt, wäre realistisch und pragmatisch betrachtet einfach schlicht und ergreifend dumm. Ob ihr das jetzt gut oder schlecht findet, bleibt euch überlassen. Ich hoffe jedoch, ihr versteht meinen Ansatz und denjenigen, die es tun, möchte ich auch versichern, dass ich so bleiben werde, wie ich bin. Ich habe mich schließlich damals nach meinem Austritt aus dem CC-Programm auch nicht nennenswert verändert und das wird auch jetzt nicht geschehen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich will weiterhin mein Ding machen, Content für euch erstellen und für Unterhaltung sorgen. Das ist mein Hobby und das ist mein Beruf und das würde ich gerne weiter fortsetzen. Das Einzige, was sich jetzt ändert, sind zukünftige Giveaways für euch auf Twitch, YouTube, Discord sowie eben ein bisschen exklusiveren Content halt im Hinblick auf World of Warships. Also im Grunde ist das eine Win-Win-Situation für uns alle. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie unbedingt unten in die Kommentare, dann gehe ich super gerne darauf ein. Abschließend bleibt mir nur zu sagen, dass ich mich auf die kommenden Monate und hoffentlich Jahre freue, die ich euch mit Entertainment versorgen kann, ganz unabhängig davon, ob ich jetzt in irgendeinem komischen CC-Programm bin oder nicht. Ich werde immer euer Pingu sein, wie ihr ihn kennt. Danke fürs Reinschauen, eure Zeit, euren anhaltenden Support, wirklich vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.